Hallo, wir spielen heute wieder Assassin's Creed Black Flag. Und ich bin jetzt hier auf dem Aussichtspunkt, weil ich offline jetzt nochmal was gesammelt habe und bin jetzt gerade erst hier hingereist. Ja, genau. Ja, deswegen holen wir uns jetzt noch schnell diese Kisten da und schließen das Ganze dann hier auch gleich mal ab. Weil ich habe, das kann ich ja mal zeigen, ich habe hier jetzt erstmal diese, den Teil hier habe ich frei von diesen Kisten und sowas geräumt und so. Und ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht diese Folge uns hier auch nochmal das Lagerhaus da unten angucken. Als ob! Leute, das ist ein königlicher Konvoi. Der ist noch... ne, den müssen wir uns natürlich jetzt holen. Den müssen wir uns jetzt schnell holen. Weil der geht, kann auch ganz schnell wieder weg sein. Und den brauchen wir, damit wir jetzt dieses Ding da machen können. Schnell, schnell, schnell. So, sofort angreifen. Weil wenn wir den jetzt noch zerstören, dann können wir uns diesen einen Adler holen. Alter, das wäre jetzt so nice. So. Wir haben jetzt zwar alle möglichen Leute am Hals, das ist mir jetzt aber egal. Du wirst uns versenken, Kenway. Feuer! Gegner feuern! Feuer! So, komm. Schaden genommen! Sie feuern, Sir! Macht euch bereit! Bereit zu feiern! Feuer! Ja! So, schnell wieder Gas geben. Oh, Kacke. Gegner feuern! Edward! Achtung! Sie verhaften uns! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Eine Salve genau da rein! Gegner feuern! Feuer! So, und jetzt holen wir uns noch schön das Ding da hinten. Feuer! Sie feuern, Sir! Na, komm. Schreck mich nach! Feuer! Oh, Kacke. Wir gehen unter! Feuer! Feuer! Was ist ein Zeichen, Captain? Feuer! So, ich würde sagen, wir zahlen nochmal schnell ab. Aber jetzt möchte ich mal gucken. Haben wir jetzt für... Können wir das jetzt holen? Dieses schöne Ding? Für die... Scheiße. Natürlich müssen wir es plündern. Und wir haben es jetzt einfach kaputt gemacht. Naja, scheiße. Egal, vielleicht machen wir es einfach nächstes Mal besser. Wir hauen jetzt mal schnell ab. Und wenn wir die jetzt beide im gelben Bereich haben... Dann reisen wir nochmal schnell zu diesem einen Tempel hin, machen das und dann gehen wir zum Lagerhaus, weil ich es wir auch nochmal ausrauben könnten. Ey, die können mich doch wohl nicht mehr sehen, Mann. So. Okay. Dann reisen wir schnell nochmal zum Tempel hier hinten hin. So, holen wir uns das mal. Ja. Ach, stimmt, hier war ja auch noch eine Schatzkarte hierfür. Warte mal, hier ist doch, ja, hier ist das Ding. Dann können wir mal kurz gucken. Da, und zwar hier da vorne links ist der Schatz. Ja, ja. Wollen wir mal schauen, was da Schönes drin ist.
Ich hoffe, da ist wieder so ein Plan drin, weil man kriegt ja manchmal so einen Plan daraus und dann kann man da halt eben, ja, sehr schön, die Elite-Version der schweren Kugeln. Ja, genau, weil man kann halt manche Sachen zum Beispiel von dem Schiff kann man nicht immer sofort aufrüsten, sondern braucht dafür halt erstmal einen Plan, wie das Ganze funktioniert, weil sonst kann man das erst nicht aufrüsten. So. Alter. So, ich markiere mir jetzt mal hier den einen. Okay, der ist da unten irgendwo. Ja, eigentlich würde ich da jetzt natürlich runterspringen. Aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. So, gehen wir mal schnell hier durch. Jetzt holen wir uns hier die beiden Kisten. So. Das. Und wir reisen nochmal schnell da hoch. Ich mag diese ganzen Klettertouren, wenn man die immer hoch und wieder runter und hoch, runter, immer dasselbe Theater machen muss. Da habe ich dann halt eben keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das wäre jetzt sowieso unnötig, weil wir sowieso da wieder hochklettern müssen. Deswegen, naja, egal. Jetzt kletter schon, du Vogel. Ach ja, mir ist jetzt mal in letzter Zeit aufgefallen, weil ich habe ganz viele Let's Plays immer am Stück aufgenommen, immer so 20 Folgen oder sowas. Und mir ist erst letztens aufgefallen, dass mein Mikrofon immer öfters übersteuert war. Das tut mir leid, dass das jetzt halt eben immer so war, weil ich war halt immer meistens ein bisschen näher am Mikrofon. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja, und dementsprechend hoffe ich, ihr versteht das, dass das mal passieren kann. Ich hoffe, es ist jetzt, aber es dürfte eigentlich jetzt nicht das ganze Let's Play immer so sein. Ja, okay. Das muss so. Deswegen, ich hoffe, das ist ja jetzt alles besser. Mal das hier. Wir müssten mal fertig sein, oder? Gut, noch ein Schlüsselstein. Jo. Sehr schön. Dann schauen wir mal hier. Das können wir natürlich. Ja, komm, gehen wir hier noch kurz auf das Ding hier drauf. Eine Schnellreise, sammeln da die Sachen ein und dann fahren wir schön zum Lagerhaus und klauen da ein paar Sachen. So. Oh, was gibt's Neues, Edmund? Ahoi! So. Komm. Digga. Der Kenway, der Gute, der hat es mit dem Klettern. Ich sag es euch, Leute, er hat es wirklich mit dem Klettern. Killen und Geld klauen und saufen, das kann er alles. Aber Klettern. Alter, das ist echt nicht sein Spezialgebiet. Sagen wir mal so. Ups.
Was macht der hier eigentlich? Keine Ahnung. So, dann markieren wir uns das hier mal. Und dann fahren wir da mal hin. Oh. Hahaha. Edward. Hochklettern. Vollhorst. Und Klippenautos springen und alles überleben. Ey, alles kann er, ne? Aber klettern nicht, ey. Das könnte ich echt noch tausendmal sagen. So, Männer, der Captain ist wieder an Bord. Das begeistert natürlich immer die Mannschaft, auf jeden Fall. Ist hier noch vielleicht doch noch irgendwo ein Konvoi? Ja, das da hinten ist ein Konvoi, aber Marinekonvoi bringt nichts. Okay. Feuer! Oh komm. Gut, müssen wir uns echt nochmal mit den Typen anlegen. Wenn sie es unbedingt wollen. Dann lassen wir sie auf jeden Fall mal ein bisschen Blei schmecken. Ihre Feuerkraft ist unglaublich. Halt Abstand! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Sind bereit, Sir! So. Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Bleib außer Reichweite, Captain! Feuer! Nix bleibt außer Reichweite, Feuer! Mein Freund. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Vorsicht, haltet euch fest! Feuer! Bleib außer Schussweite! Feuer! Ja, Captain! Eine Salve, genau da! Macht euch bereit! Feuer! Feuer! Sie haben uns, Captain! Ah. Verdammt, bist du so gut wie fertig! Rückzug, Sir! Feuer! Mann, hier wird nix uns versenken, Mann. Sind alle Kreuzlinge bereit? Feuer! Sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Der Liebe hat einfach kein Vertrauen in uns. Da ist Ihre Schwachstelle! Hol sie zurück! Rückzug, bereit zu feuern! Das Biest wird uns feuern! Bereit machen Sie Aufschlag! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Haben ein paar Balken eingebüßt, aber es hält noch! Es hält Feuer! Schießt da hin! Sehr optimistisch. Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Na, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Kanone bereit! Zack. So, gucken wir nochmal, was hat das Schiff hier denn so Schönes? Das hat ordentlich Kohle und das dahinter... Und Metall, okay. Entern wir beides mal. Zieht sie ran, Matrosen! 5 Anteile für den, der die meisten Klöten sammelt. Oh, komm. Ja, aber da kommen wir ja sowieso nicht ran, also...
Schwimmen wir einfach lieber ran. Ja, jetzt komm. Ja. Alter. Ich sollte vielleicht erst hoch und die Kundschaft und so ausschalten. So, Chizzy und Hilfatzke da noch. Ach komm. So, geht auch. Vier Gegner nacheinander mit den Goldpistolen eliminieren. Stopp. So, machen wir mal die Flagge kaputt. Nein. Alter. Boah, das ist knapp. So. Nochmal schnell nachladen, Männer. Oh, haltet mir mal den Rücken frei. So. So, noch zwei Stück. Dann sind wir fertig. Gut. Fertig. Dann haben wir noch mal ein bisschen Kohle gemacht. Und dann versenken wir noch das andere Schiff und dann sind wir leider schon fertig mit der Folge. Ich hätte eigentlich noch gerne das Lager gemacht, aber ging ja nicht. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das wär's dann mal mit dieser Folge von Assassin's Creed Black Flag. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Tschüss.